Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Civilization 5. Wozu merke, habe ich gerade eine Atomrakete? Ach doch, ich habe eine Ich Atomrakete, schenke dir cool. höchstens Kackfleck. Ja. Und zwar den ersten. Shanghai. So, Shanghai hat eine Atomrakete, freu dich. Ich wollte eigentlich gerade mit Tenochtitl Hast direkt du eine Luft. Shanghai eine Atomrakete gegeben? Ach ja, Shanghai ist ja gut. Das ist ja ein bisschen Das. dämlich, dem Feind die Atomrakete zu geben. Hier hast du eine Atomrakete. So, Gefälligst. Luftraumsäuberung. Yay! Einer gegen drei. Wie cool das aussieht. Das Flugzeug stürzt einfach mal ab. Ja. Produktion wählen. Wir haben hier ja Du. nicht die militärische Übermacht, wie wir alle wissen. Ja. Warum muss ich den Lenkraketen jede Runde erneut sagen, dass sie jetzt nichts tun sollen? Das Spiel wird niemals enden. Nö, doch, sobald wir uns bekriegen. Okay, theoretisch kann dann der Gewinner von uns noch weiterspielen, aber dann wird das Let's Play enden. Ich hätte aufhören sollen. Magst du das Spiel nicht? Ich mag es nicht, dass man da die ganze Zeit diese Scheiße bauen muss. Und immer wieder alles befehligen. Du kannst Dauerbefehle geben. Das weiß ich doch, aber das nützt mir nicht. Und dann muss ich noch die ganzen Einheiten hier rum bewegen. Aufs nächste. Neapolis gehört mir, einverstanden? Solange Rom mir gehört. Gut. Schick ein paar Infanterieeinheiten. Dann sind wir uns einig, dir gehört Rom, mir gehört Neapolis. Ja. Perfekt, Neapolis hat nämlich Uran. Ja, mach's doch. Ich will lieber eine Hauptstadt haben. Okay, du weißt aber schon, dass sie dir überhaupt nichts bringen im Vergleich zu anderen. Ja, aber ich habe eine Also, Hauptstadt. gut. Dir geht's ums Prinzip, ich merke schon. Ui, greif Kirkei an. Habe ich gerade irgendeine Einheit, die innerhalb von einer Runde dahin kommt und das einnehmen kann? Wie lange braucht er? Na, das ist eine, keine Bodenluftwaffe, keine Ahnung. Kann der Panzer ein? Ja, der Panzer kann da. Oh, Moment mal, die ist ja auch noch gar nicht down. Der hat eine neue Stadt, die heißt Setia. Habe ich schon gesehen, ziemlich günstige Stelle. Soll ich da einfach schnell eine Atomrakete Mach einfach mal. Wollte eigentlich meine U-Boote dahin schicken. Und hier U-Boote ist ein können keine Schiff Städte abfangen. erobern, schon vergessen? Nein, habe ich nicht vergessen, aber ich könnte jedes Schiff abfangen. Ja, stimmt. Und Ach, dieses U-Boot dann ergibt mach jetzt. erstmal das, dann regeln wir das später mit Nein, der. schieß ruhig deine Bombe dahin. Nee, nee. Doch. Die ist gerade sowieso nicht in Reichweite. Ich finde es gerade komisch, dass dieses U-Boot gerade einen Angriff über den Strand drüber gemacht hat. Falls du das gesehen hast. Nee, habe ich nicht gesehen. Das ist da so ungünstig platziert, dass das einfach mal über den Strand drüber schießt. Ja, schade, außerhalb meiner Reichweite. Schicke jetzt meine Einheiten alle rüber. Ja. Alle benötigt Befehle, Bautrupp. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ach, baut einen Handelsposten. Brauchst du Peking-Ente? Nö. Habe ich als Wobei. Ressource? Peke. Ich habe Peking-Ente als Ressource gerade bekommen. Jetzt dein Ernst? Ja. Okay. Ich frage einfach mal gar nicht nach. Weißt du was? Schau mal in dein Gebiet rein. Was denn? Ich kann gerade nicht gucken. Dann guck nach. Ist da was? Müsstest du gleich sowieso unter Einheit benötigt Befehle sehen. Wo denn? Bei Tod dem Homo. Wo dem Homo? Was soll da sein? Ach so. Riesiger Killerroboter. Ja. Hast du mir den geschenkt? Ja. Weil du damit nichts anfangen kannst. Irgendwie nicht, der passt. Ich mag den nicht. Ja, das ist ja kein Problem. Der passt gar nicht. Ich mag die
Ich finde den zu übertrieben. Da bleibe ich lieber bei den normalen Einheiten. Ich finde den cool. Nein, ich nicht. Ich finde den cool. Ups. Wen habe ich denn jetzt angegriffen? Ich wollte eigentlich die Stadt abschießen. Hoffentlich hast du mich jetzt nicht angegriffen. Nö. Da stand irgendeine Einheit davor, die ich gerade getroffen hatte. Und das war nicht mal absichtlich. Explosion in deiner Stadt. Was? Ja, steht da so Explosion in deiner Stadt. In der rechten Ecke. Ah. Und ich habe gerade minus 1 Uran. Oh. Ja, das ist, weil ich habe dir gerade den riesigen Killerroboter geschenkt, der verbraucht ja einen Uran. Du hattest allerdings ja kein Uran mehr, deswegen hast du jetzt minus 1 Uran. Das bedeutet, wenn das nächste Uran, was du findest, zählt nicht. Super. Freu dich. Nützt der Killerroboter hier überhaupt was gegen die Städte? Ja. Der ist eine verbesserte der ist eine verbesserte Panzervariante. Ach, schon wieder die Luftraumsäuberung. Wieder mit seinen drei Deckern versucht, mein Tarnkappenzerstörer gab es auch, aber in einem anderen Spiel. Mein Tarnkappen. Das ist eine Kampfpanzereinheit auf Steroiden. Ja. So kann man es auch beschreiben. Du gibst mir also irgend so ein Doping-abhängigen Killer-Roboter. Ja, willst du nicht? Ja, normalerweise schummel ich ja nicht. Das Ding ist echt cool, steht hier. Okay. Die Einheit profitiert nicht von defensiven Geländebonussen, aber mal ehrlich, wen interessiert das schon? Das Ding ist echt cool. Jetzt echt. Ja, das steht da. Oh, offene Grenzen beendet. Hat Vucetia mir auch gerade gesagt, ich glaube, Vucetia ist im Krieg mit uns. Nee. Nö. Aber er hat Frieden mit Hongkong. Ich mache jetzt mal mobile Taktiken. Kannst du mal kurz vorschlagen, dass wir uns wieder verbünden? Okay. Kannst du das nicht machen? Ich bin gerade beschäftigt. Wie mache ich das denn nochmal? Offene Grenzverteidigungsbündnis. Freundschaftserklärung kann ich nicht. Kann ich denn von dir eine einnehmen? Warte. Ich guck einfach mal kurz da und jetzt einfach mal dort fertig. Der Weg wurde unterbrochen, wodurch denn? Kampfhubschrauber. Ja, Kampfhubschrauber. Ein goldenes Zeitalter. Umswenker habe ich da einen Kampfheli, der steht da ziemlich ungünstig gerade. Kong hat sich gegen uns anscheinend verschworen. Ab! Ja, sieht so aus. Wie viel da X steht? Oh, ich habe gerade weggedrückt, was du mir da geschickt hast. Ja. War nur ein Handelsvorschlag. Habe ich doch eben schon vorgeschlagen. Theater. In Danzigstadt. Den Kampfroboter werde ich in Rom. In der Nähe von Rom parken. Schön bei der radioaktiven Verseuchung. Ja. Den dürfte das ja nicht stören, oder? Ach nö, nö. Es geht schon. Also auch von dort aus angreifen. Ich glaube, aktuell muss ich mir noch keine Luftschutzbunker bauen, oder? Dort nicht. Boah. Das Schiff ist einfach mal dämlich. Das fährt da extra hin, um anzugreifen. Wieso greift das nicht einfach so an? Welches Schiff? Ja, ich habe da gerade ein Schiff gesagt, hier, geh mal dahin. Ich verstehe gerade nicht, was du meinst. Ja. Also es ist dahin geflogen. Schlachtschiff, habe ich das gesagt. Ja. Ich glaube, das war aber gar kein Schlachtschiff.
Das hat von der Nähe aus angegriffen, aber das andere Schlachtschiff, das hat von weiter weg angegriffen. Wenn es ein. War es vielleicht ein Zerstörer? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Zerstörer kam kein Fernkampfangriff. Also, falls es einer war. War bestimmt einer. So, ich hau mal kurz. Ich greife jetzt auch noch Aretium an. So, Fregatte zerstört. Vergiss nicht, auf See kann sich der Killerroboter nicht wehren. Es wäre ein bisschen aber der peinlich. Panzer kann sich an Land wehren. Ja. So. Weißt du was? Ich kann jetzt auch einen Luftschutzbunker bauen. Lenkrakete auf Neapolis. Yay. Einfach weil ich es kann. Ja, Luftschutz. Auch ein Atom-U-Boot übrigens. Ja, die Atom-U-Boote sind cool, da kannst du Raketen drauf stationieren. Nützt mir natürlich nichts, wenn ich keine Raketen habe. Ach, es geht. Ich mache jetzt überall Luftschutzbunker in meinen ganzen Städten. Muss halt nur noch was anderes erforschen für die Raketen. Apropos Raketen, ich brauche eine neue Rakete, habe gerade eine verschossen. Kaufen wir uns einfach schnell hier eine. Lenkrakete. Böp. Meine Ohren tun weh. Headset oder? Headset. Ah. Wir spielen ja auch nur gerade mal 5 Stunden oder so. Ja, das kommt hin. Oder 7. Eigentlich 7, weil wir haben um 22 Uhr angefangen. Ja. Man sollte eigentlich meinen, dass wir jetzt schon gewonnen hätten. Naja, ich habe ja schon gewonnen. Durch Wahlen, das muss man erstmal hinkriegen. Ich habe auch Wale, und zwar mehr als du. Ach, ich vergesse immer diese scheiß Luftraumsäuberung. Weißt du, er hat da 3 beschissene Dreifachdecker. Und die mobben mich einfach zu Tode. Weil ich einfach keine Luftraumsäuberung hinkrieg. Hier, Tarnkappenbomber. Stellungswechsel. Ich krieg hin, was ich hier gerade versuche. Wo liegt der jetzt? Ja, das ist immer noch der von da hinten. Los, das war ein Fehler. Dort hin. Noch einer von da hinten, auch hier hin. Oh, der ist schon da. Gut, dann mach's jetzt einfach mal. Unabhängig, ob er jetzt angegriffen wird oder nicht. Da, stirb. Tot ist er. Düsenjäger. Luftraumsäuberung. Dort. Ich schicke ein paar Leute rüber. Mhm. Ich habe jetzt Bauchschmerzen. Wieso auch immer. Okay. Ich habe auch irgendwie Bock, noch länger zu spielen, aber irgendwann muss ich ja auch schlafen gehen. Ja. Letzte Folge. Sagst du. Ja, sag ich. Und am Ende willst du dann doch noch weiter spielen. Ich greife übrigens noch weiter in Ruhe an. Okay, dann helfe ich dir auch noch ein bisschen. Du brauchst mir nicht bei Ruhe helfen. Mach ich schon fertig. Nein, ich helfe dir jetzt. Nein, ich will Ruhe haben. Ja. Ich nehme es nicht ein. Ich mache nur Verteidigung weg. Und wer ist Coco Channel? Was? Hört sich nach einem scheiß Fernsehsender an. Coco Channel. U-Boot schicke ich auch noch hin. Stell es auf Bereitschaft. All diese ganzen Infanterieeinheiten. Glaube ich, dass das Infanterieeinheiten sind. Ja. Gehen wir jetzt mal weiter. Habe ich sonst noch was? Natürlich, ich habe noch ein U-Boot. So, jetzt habe ich alles. So. Jetzt warte ich noch auf seinen nächsten Zug, aber er hat keinen gemacht.
Dann helfe ich dir doch mal bei Rom. Nein, ich mach Rom jetzt fertig. Zu spät. Nein, das sind doch meine Boote, du Vollidiot. Jetzt hast du mein Boot zerstört. Bei mir wird der Raketeneinschlag gerade gar nicht angezeigt. Wir sind jetzt wieder gegeneinander, weißt du schon, ne? Kollateralschäden gibt's halt immer. So. Tatsache. Und da explodiert's. Hui. Ey, müsste Rom mir jetzt nicht gehören? Ich habe einen Kampfhubschrauber draufgeschossen. Kampfhubschrauber können keine Städte erobern. Was? Rom hat sogar, wollte schon sagen, Rom hatte bei mir noch Verteidigung kurze Zeit. Machst du kurz ein Friedensabkommen? Oder soll ich das machen? Du nimmst es doch eh nicht an. Klar. Nur weil ich eine Atombombe auf dich schmeiße, heißt das nicht, dass ich nicht mehr mit dir befreundet bin. Ja, ist eine Atombombe. Darf eine neue Produktion wählen? Hier wäre es am besten der Luftschutzbunker. Denn so wie du mit Raketen rumballerst, da sagt selbst der Kim Jong-un nichts gegen. Ich wollte eigentlich jetzt nicht deine Stadt zerstören. Das war nicht meine Stadt. Wie bitte? Dein Schiff. Das war nicht meine Stadt, aber auf jeden Fall bin ich dagegen schon mal gesichert, falls du es jemals tun wirst. Also, falls du mich angreifst, dann weißt du, ich bin dagegen eh gesichert. Mhm. Also 75%. Ja, wollte gerade sagen, 100% gesichert nun auch nicht. Aber eigentlich ist das ja scheißegal, ob ich jetzt Atomschutzbunker habe oder nicht. Weil, wenn du irgendwo drauf schießt, dann kriegst du ja trotzdem Dingens noch dazu. Wieso? Wie? Hä? Ja, nützt mir ja nichts, wenn die Einwohner in Sicherheit sind. Du kannst ja immer noch die Stadt dadurch zerstören. Arschhausen kann wen angreifen? Ernsthaft? Valletta ist gegen mich in den Krieg gezogen. Warte kurz, ich regel's grad. Ich biete dir den Frieden mit den ganzen 1000 Stadtstaaten an. Valletta, du bist scheiße. Naja. Sorry, du bist scheiße, nein. Wir sind Freunde. Das sind meine ganzen Verbündeten, Entschuldigung. Ja, Hanoi ist vielleicht bescheuert, hat mich selbst als Verbündeten und will mich angreifen. Frieden mit Jakarta, nach, das ist auch schon tot. Warum werden die ganzen Toten? Belgrad gibt's noch. Und dann kriegst du auch noch. Mit Katman, ach so, das hast du schon. Ich hab eh schon mit den Frieden geschlossen jetzt gerade. Oh. Florenz auch. Ja. Gerade als du das gesagt hast, habe ich mir das gemacht. Jerusalem vorschlagen. So, das hast du wenigstens noch. Jerusalem kannst du mir nicht vorschlagen, weil das kein Stadtstaat mehr ist. Echt? Ach ja, stimmt. Vergessen. Ich hab nur. Ich wusste noch, Jerusalem gehört zu mir. Ich habe keine offenen Grenzen mehr mit dir. Das könntest du mal ändern. Das ist ein Waffenschutz. So. Ach ja, stimmt. Wir hatten. Ja, du musst mal kurz das Angebot annehmen. Da stand gerade, ihr habt Frieden mit Lasi geschlossen. Und dann. Ja. Lasi hat euch den Krieg erklärt. Okay. So. Diplomatie, Polynesien. Vereinbarung nicht mehr gültig. Ja, hab grad was gelöscht. So, und jetzt einfach Botschaft annehmen und Botschaft annehmen. Das ist ein kleiner blauer Punkt von dir. Wo? Genau vor Kumai. Wo liegt das?
neben Antium und Neapolis. Neben Antium und komm. Da! Mal gucken, was habe ich da? Kleiner blauer Punkt. Nee, ich sehe da nichts. Ach doch! Ah! Tatsache! Wie auch immer der da hinkommt. Um ehrlich zu sein, ich war gerade verwirrt. Ich habe immer noch keine offenen Grenzen mit dir. So, dann stelle ich mich mal in mein Gebiet, da kann ich mich dann auch schön handeln. Hallo, ich habe immer noch keine offenen Grenzen mit dir. Ja, weil du erstmal die Botschaft annehmen musst. So, und jetzt kann ich dir das da und offene und das und Verteidigung und ja, und jetzt am besten noch das. Ich habe ein Gegenangebot vorgeschlagen. Du wirst nicht mehr mit mir befreundet sein. Hä? Habe ich das geändert? Ja, du hast die Freundschaftserklärung gelöscht. Hä? Ansonsten? Doch. Ansonsten war es ein und dasselbe Angebot. Ich habe aber nichts mit Freundeserklärung gelöscht. Aha. Sag mal, willst du eigentlich Kumal erobern? Ich habe dir doch gerade gesagt, dass da was bei Kumal ist. Ja, okay. Eine Bündnisbefehle, die Raketenartillerie, die da, die kann angreifen. Ups, greif einfach da hinten an. Oh, das ist ja keine hohe Verteidigung. Moment, diesmal denke ich erst an die Luftraumsäuberung. Was hat der denn bitte noch im Luftraum? Da dürfte überhaupt nichts mehr sein. Der hat Dreiecke. Das sieht immer so panne aus, wenn die versuchen, sich gegen mein, was? Ist irgendwie der Schnellkampf aktiviert? Wieso? Naja, der Kampf wird nicht angezeigt, sonst wird er doch immer so schön angezeigt da oben. Na, ich gehe mal noch mit einem Kampfpanzer rüber. Alle bündigen Befehle werden. Du. Wie wär's mit angreifen? Ja. Nein. Scheiß auf diese. Wer drei. Soll angreifen? Ja. Wer soll angreifen? Ach, mein Tarnkappenbomber. Dort habe ich ja auch noch einen Düsenjäger. Luftraumsäuberung. Nächste Runde. Achso, sie ist auf. Ach, die sind gar nicht mehr in der Luftraumsäuberung tätig. Deswegen. Nein, die sind nicht mehr auf Abfangen gestellt, deswegen kann ich da jetzt einfach so angreifen. Mein Roboter tritt auf Rehe drauf. Mhm. Wir haben gerade 23 Minuten. Neue Folge oder? Ach ja, nee, Moment, aufhören. Willst du eine neue Folge? Nee. So langsam möchte ich dann doch mal Pause machen. Ernsthaft? Ernsthaft. Tschüss.